Protzalarm in den Schweizer Bergen. Hier stoppt die Polizei einen 840 PS und knapp 7 Millionen Euro teuren Rennwagen. Das PS-Monster sieht aus wie aus einem Film und sorgt auf Social Media für mächtig Wirbel. Denn der wahre Grund für die Kontrolle scheint die Gemüter zu scheiden. Ist der Wagen zu laut oder zu schnell gewesen? Oder etwa geklaut? Oder mögen die Schweizer einfach keine italienischen Autos? Oder waren die Polizisten einfach neugierig und wollten sich das Auto einmal in Ruhe anschauen? Der Luxusschlitten ist kein Ferrari, sondern ist das Vorzeigemodell der italienischen Marke Pagani. Wert um die 6,6 Millionen Euro. Das Auto protzt mit Flügeltüren und fährt ohne sichtbares Kennzeichen. Und genau deshalb schlagen die Schweizer Polizisten offenbar zu und ziehen das Mega-Auto aus dem Verkehr. Letztendlich taucht das Nummernschild aber wieder auf und die wilde Fahrt geht weiter.